immer wieder irgendwas eingenommen. Noch für 14 Tage Futter. Kommt, kommt, traut euch. Ihr seid fast 700 Mann. 800 fast. Da kommt auch gegen die 1043 hier an, zusammen mit denen, die da oben versuchen, hier durch diesen Bereich zu kommen. Hallo, Rubbel. Helmsklamm wahrscheinlich nicht. Ja, das Vor- und Zurück sieht echt behämmert aus. Lauf trotzdem von hinten auf den Feind zu. Ich hoffe, ihr nutzt die Löcher. Wie ein Profi. Nächste Stufe ohne Fadenkreuz. Doch, der gehört zu uns, der mit der Axt auf den ganzen Bogenschützen einhämmert. Und die einfach mal enthauptet auf der Mauer. Ein freundlicher Gesell, ich kenne ihn vom Lagerfeuer. Ohne Fadenkreuz wirst du wahrscheinlich aus der Perspektive besser treffen können. Was? Wart ihr wirklich so schlau und habt das Burgtor aufgemacht? Wie richtige Angreifer. Verdammt, das war der letzte. Es hätte mein Kill sein können. Erstmal den hinrichten, der den mir genommen hat.
Ein guter Anführer kämpft mit auf der Mauer. Wenn ich auf die Mauer hochgehe, wird meine Performance sterben. Ich habe nicht die Hardware, um auf der Mauer zu kämpfen mit 1000 Leuten. Jedenfalls mag meine CPU das überhaupt nicht mehr. Kommt her. Muss doch möglich sein, die tempotechnisch zu erreichen. Eigentlich schade, mir macht das am meisten Spaß. Leider wäre ich auf realistisch auf der Mauer auch niedergemäht. Boah, greif den an, wir sind doch sofort da, mein Gott. Wenn es sein muss, mache ich das auch so. Wenn ihr auf meine Seite kommt. Guten Abend, Creamy. Verdammt, warum magst du mich so wenig? Ich spiele auf Englisch, weil ich keine Lust habe, mir ständig dieses Update zu holen jeden Tag. Ich weiß. Jetzt muss ich ein paar Tage hier in Ruhe rumstehen. Oh, ich hab versprochen, nicht anzugreifen. Jetzt müsst ihr das hinkriegen. Ja, leider habt ihr alle einfach nur Schiss. Boah, ich darf ja niemanden angreifen mehr. Wenn ich das einmal gemacht habe. Dann reise ich einmal heim. Darf ich da mit Leuten reden? Ja, Social Distancing habe ich vorangetrieben. Verdammt. Hallo Gravity.
Ich krieg keine neuen Kinder mehr. Also ich glaube, Kinder ist rum. Wahrscheinlich ist mein Samen einfach nicht mehr in der Lage, weitere Kinder zu zeugen. Sowas kann dem Besten passieren. Ach, du magst mich auch nicht. Ja, komm bei uns ins Team. Und gib mir all deine Pferde. Und guck nicht so doof. Ich glaube, Rot ist auch immer noch im Krieg mit den, ach, wie heißen sie? Hellblau. Bis einer sagt, das ist nicht hellblau. Bist du farbenblind? Und dann gehe ich mal wirklich zum Test. Dann kann ich nur Spiele spielen für Erwachsene, die auch einen farbenblinden Modus haben. Das würde auch erklären, warum ich in Super Mario World so schlecht bin. Nicht Super Mario World, sondern Dr. Mario so schlecht bin. Hallo Busterkind. Familienfehde. Nee, gerade nicht. Du kannst die Punkte bei deinem Begleiter normalerweise nicht verteilen, wenn die nicht in deiner Gruppe sind. Solange die irgendwo unterwegs sind, verteilen die ihre Punkte selbst. Du kannst nur von den Begleitern, die mit dir in der Gruppe sind, die Punkte verteilen, wenn die welche erlangen. The Witcher 3 hat einen Farbenblindmodus. Moment, farbenblinden Modus. Aber Witcher 3 habe ich schon durchgespielt. Sind in meiner Gruppe verteilen die Attributspunkte selbst. Also, du meinst die Punkte, die links sind. Das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Also früher konntest du beim Kampagnenstart das ausstellen. Ob die automatisch verteilen oder nicht.
Wenn das jetzt in die Option gewandert ist, kann es natürlich sein, dass deshalb... Ja, das sind ja die Perk-Verteilungen. Aber sonst gibt es nichts. Also wenn es dann trotzdem passiert, wird es noch ein Fehler sein. Naja, selbst wenn die jetzt Mist zusammen skillen, immerhin skillen sie inzwischen irgendwas. Und nicht mehr wie am Anfang, dass eigentlich überhaupt nichts passiert mit denen. Weil ich das schon wieder sehe, ne? 17% Chance, irgendwie einen für mich zu gewinnen und solche Geschichten, da ich die Krätze. Ich bin der Charming Boss. Ich warte jetzt hier, bis ich irgendwas wieder machen kann. Oder soll ich euch sogar helfen bei eurer Belagerung? Wie viel habt ihr denn in der Burg? 193. Oh, ich habe geschworen, nicht anzugreifen, ey. Oh. Wäre ich darüber wenigstens informiert irgendwann, dass sie sagen, jetzt darfst du wieder angreifen. Nein, ich habe keinen Frieden. Ich hatte nur keine Lust, gegen dreimal so viele Leute zu kämpfen. Ein wenig aus Sorge, ob ich es schaffe oder nicht. Verdammt. Ja, Gott sei Dank. Kannst du mal kurz deine Truppen zeigen? Alle Arten von Kavallerie ist durcheinander gemischt. Und nochmal in den Kopf. Und nur imperiale Nahkämpfer. Also ich habe jetzt keinen großartigen... Wie soll man sagen? Megaplan gehabt beim Truppenaufstellen. Nein. Kurz habe ich mal gedacht, okay, vielleicht sollst du mal versuchen, eine reine Kavallerieeinheit zu machen. Aber es dauert einfach so abgrundtief lange, bis du genug Kavalleristen findest.
Da habe ich zwischendurch versucht, ein bisschen Ruf zu sammeln. Damit ich mehr Leute rekrutieren kann und so weiter und so fort. Meine Güte, gibt es viele unterschiedliche Kavalleristen. Ich muss immer noch warten. Eigentlich bräuchtest du 300 Plänklertruppen. Normalerweise sollst du in der Lage sein, etwas mehr als 120 Mann zu haben. Und am einfachsten ist, du schließt dich der schwächsten Fraktion an, eroberst mit deren Castle gegen den Feind, den sie zurzeit haben, und dann entsagst du dich dieser Fraktion und gründest dein eigenes Königreich mit der zugesprochenen Stadt, die du erobert hast mit der Fraktion. So kommst du im Moment am leichtesten an eine, also an eine Gründung von einem eigenen Kingdom. Und dann musst du noch genug Geld haben, Frieden zu erkaufen. Aber ist eigentlich nicht so teuer. Ja, so haben wir es gemacht in der Runde hier. Schien mir auch einfach das Logischste zu sein. Darf ich mitkämpfen? Juhu! Seht her, wie ich dabei war. Warum? Warum darf ich das nicht kriegen? Ohne Scheiß. Dann gibst du 400 Einfluss aus dafür, dass das Schloss wieder an jemand anderen geht. Und das ist direkt an meiner Stadt, die ich erobert habe mal. Und ich bin der Anführer von diesem dämlichen Kingdom.
Moment. Mal die Herren, die ich mitschleppen, schlachten. Komm her, ich will mit dir reden. Moment, du möchtest nicht gegen mich kämpfen? Nö, das sehe ich gar nicht so. Ach scheiße, die hat die Garnison mit dabei. Ach, zum Glück, ich habe trotzdem nicht viel verloren. Du darfst gehen, weil das unsere Beziehung verbessert. Hallo, Fine Herb. Ach, da oben kommt mal endlich einer. Juhu! Und da kommt noch einer. Noch sind wir schneller als du. Was lächelst du so? Du magst mich doch gar nicht. Kavallerie ist natürlich gegen Infanterie heftig. Du wirst keinen Infanteristen gleichsetzen können mit einer Kavallerie. Willkommen bei uns in der Fraktion. Einfach so vor allem. Wie ist das Zeichen von denen? Öff. 13, 14, 15, 16. In den positiven Bereich kriege ich die jetzt nicht, aber wenigstens ein bisschen. Ein bisschen Einfluss muss ich auch noch behalten. So, und du bist in der Nähe, dann holen wir dich direkt für die Armee auch rein. Höre auf deinen Anführer.
Ja, den Fladian kann ich wenigstens eine Kavallerie machen. Oh mein Gott, Netzwerkfehler. Selbst ich hatte Netzwerkfehler. Bitch läuft halt wieder gut. Ja, das ist die Bundesregierung schuld. Die hat gesagt, wir sollen das und das machen. Aha, endlich jemand, auf den wir alles schieben können. Danke, Lev Scorpion, für den monatlichen Sold. Bist du noch auf dem Holland-Server oder hast du wieder gewechselt? Ich habe wieder gewechselt. Das war ja auch über eine andere Software. Über die Streaming-Software jetzt, wenn ich ein PC-Spiel spiele, bin ich immer auf dem, also bin ich immer automatisch zugeteilt. Weil da ist auch die Twitch-Streaming-Software, die gar nicht mal so schlecht ist. Wie lange machst du heute? Nicht so lange, weil ich gestern ja relativ lange war. Also weil wir bis 3:30, nee, stimmt gar nicht, bis 4:30 haben wir sogar Final Fantasy gestern gespielt. Und es vergingen Stunden. Also ich kann euch sagen, wie lange ich mache. Auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich bin durch, ja. Final Fantasy 7 ist durch. Muss nachher noch gucken, wo ich den Part herhole, bis das Spiel abgestürzt ist. Beziehungsweise die Software. Lief gestern irgendwie nicht so alles rund. Ich habe nicht vor, in 6 Stunden noch hier zu sein. Das ist das Gitter der Hölle, durch das man nicht gucken darf.
Verdammt, die haben auch einige erfolgreiche Belagerungen gehabt wieder. Ja, komm, mach kaputt. Dann können wir endlich rein. Wenn sie noch hinkriegen, dass man sich selbst umsetzen kann, bevor die Schlacht anfängt, wäre es super. Er wurde vom Speer getötet. Ja, alle rein. Er wurde doch an die Wand genagelt. Das neue XCOM ist komplett auf Deutsch synchronisiert. Also das XCOM, Chimera. Sagen wir, das XCOM Sidekick-Spiel. Ich glaube, es gibt ein bisschen Irritation dabei, weil die meisten Videos auf Englisch sind. Bei 2K. Oder beziehungsweise, ich glaube sogar alle. Darf ab 23. um 9 Uhr was zeigen und ab 15 Uhr am selben Tag ein Review veröffentlichen. Das mache ich aber morgen. 20 Uhr, 21 Uhr, ich habe heute nochmal nachgeguckt und habe dann gedacht, das muss falsch sein, aber es ist ein Tag vorm Release. Das sind keine KI-Fehler. Das muss so aussehen. Ich habe, glaube ich, schon 10 Stunden gespielt. In Gears Tactics und in XCOM. Und das, obwohl ich dafür gar keine Zeit hatte. Großes Problem ist, dass beide Spiele Charme haben, aber... Gears Tactics halt einfach teurer ist. Man sollte nicht erwarten, dass die Kampagne von XCOM Chimera Squad genauso lange ist wie von XCOM 2. Das ist sie nämlich nicht. New Worlds wurde verlegt. Deshalb erstmal passiert da gar nichts. Verteidiger.
Eine Stadt zu belagern dauert immer so lange. Also verhältnismäßig zu einer Burg. Das kostet erstmal auch nur 10 Euro, das XCOM. Nee, die Beta spiele ich bei New Worlds aktuell nicht. Danke Ragnarok fürs Prime-Abo. Bin mal gespannt, ob wir den harten Fall dann haben werden hier bei den Subs. Durch die ganzen Geschenksubs hier von Mad Max und den ganzen Leutchen. Nee, er kann nicht weiter schenken. Ohne Scheiß, der hat gesagt, als er hier war, ich weiß nicht, ob er gerade da ist, dass der 100 Subs auf Twitch verschenken wollte den Monat. Und der hatte irgendwie letztens, als er hier ein paar noch verschenkt hat, gemeint, jetzt hat er, ich glaube, irgendwie 80 oder 85 schon verschenkt. Bei unterschiedlichen Streamern. Ich weiß nicht, ob ich wach werden würde einmal im Monat und, also beziehungsweise irgendwann und sage, ach, ich würde jetzt auch gerne mal 100 Subs verschenken, einfach so auf Twitch. Neunzig hatte er gemeint. Was sind? Wenn das über den Rechner machst, sind das 500 Euro. Bei 4,95 Geschenksubs. Ich würde dir keine Subs schenken, ich würde dir für das Geld einen Vertrag aufsetzen lassen, mit mir einmal die Woche zu zocken. Aber es ist halt, ne, wenn man sich das leisten kann, warum nicht? Ich war nie in der Position zu sagen, das kann man mal machen. Wenn die Bildqualität runter und hoch geht, dann drückt man auf das Zahnrädchen bei Twitch und setzt sie doch fest. Level 3, weil das Schöne ist auch, dass die KI ja auch anfängt, die ganze Zeit nur Schlösser zu übernehmen. Für dich reicht ein Do-it-yourself-Pudding. Hallo, der schmeckt lecker. Ich muss auch sagen, dass ich sehr anspruchslos bin bei solchen Sachen.